Kann ich Sie vielleicht irgendwo hinbringen, hä? Oder sagen Sie, wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Na, nun mal nicht ganz so stolz, hä? Ich hab ja schließlich keinen Buckel, oder? Hören Sie, ich kenne hier ganz in der Nähe ein hübsches Café. Hallo! Na, ich bin doch so ganz allein, verstehen Sie? Also, weißt du, deine Beine, die sind wirklich hübsch, du. Hör mal, meine Hose wird langsam ganz eng, weißt du? Ach, blöde Fotze! Was ist denn da drin? Gebrauchte Fango-Packungen oder was? Abschiedsgeschenke. Das müssen ja Liebschaften gewesen sein. Alles auf Krankenschein. Ich sage dir, so eine Kur ist eine feine Sache. 3 Wochen wirst du gequält, geschunden, misshandelt. Am Ende fühlst du dich kerngesund und möchtest am liebsten Bäume ausreißen. Sieht man dir gar nicht an. Was denn? Na, all die Misshandlungen. Soll ich dir ein bisschen tragen helfen? Nee, ist gut. Okay, war nur eine Frage. Wie alt ist dieses Mädchen? 16, wieso? Ist sie denn nicht ein bisschen zu jung für ein Kindermädchen? Sie ist kein Kindermädchen, sie ist eine Babysitterin. Er schläft. Ich bringe ihn ins Bett. Ist gut, Irene. Wenn ich dir als deine dich liebende Mutter mal was sagen darf. Du machst dich zum Gespött, wenn du das Mädchen so anstarrst. Von Elenas Gefühl mal ganz abgesehen. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Papalapap. Versuch nicht, mich hinters Licht zu führen. Elena merkt vielleicht nichts. Aber ich kenne dich schon ein paar Jährchen länger. Du warst ja schon immer ein bisschen sehr direkt. Ja, du kennst mich, mein Sohn. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. In diesem Fall gehst du wirklich ein bisschen zu weit. Wenn du nur nicht zu weit gehst. Wann essen wir die Würstchen? Ich leg sie doch gerade erst auf. Das dauert noch eine ganze Weile. Dann möchte ich noch ein bisschen blinde Kuh spielen. Vati, du bist blinde Kuh. Muss das sein? Alle müssen mitspielen. Oh, mir so arm. Ich hab ihn lieb, blinde Kuh spielen. Rena? Auf einem Geburtstag. Auf was für einem Geburtstag? Bei Samovs. Warum weiß ich das nicht? Ein Kindergeburtstag. Wieso sagt mir das niemand? Du siehst fast erwachsen und tust immer noch. Wie tue ich? Wie? Irene. Das ist Irene. So, das war's. Ich danke dir nochmal. Keine Ursache, gern geschehen. Noch ein Bierchen? Schönes kaltes Bier? Okay. Nee. Sag mal, was ist denn hier los? Ach du Schande. Nee, also sag mal. Tut mir leid, du, das ist ja zu blöd, wirklich. Sag mal, Paul, hast du denn überhaupt nie gegossen? Ich hab's einfach. Das ist, sind ja vollkommen hin. Das ist vollkommen hin, du. Die sind vollkommen kaputt. Das kriegt man nicht mehr. Ich wollte mir noch so einen kleinen Erinnerungszettel machen und mir an die Wand pinnen. Aber das habe ich auch vergessen. Also, ich bin im Moment nicht gut drauf. Weißt du, was die einzige Strafe ist? Das Bier, das du mir angeboten hast, lehne ich einfach ab. Was? Ich lehne das Bier ab. Ja,
Also Strafe muss sein. Ja, ja, jetzt soll ich weißt du, wie das alles kommt? Du brauchst mich nicht zu bemitleiden. Das kommt dadurch, dass mir alles bis hier steht. Glaub mir, es steht mir alles bis hier. Sieht ja aus wie im Krieg, als ob jemand mit Entlaubungsmittel durchgegangen ist. Du hast vollkommen recht, Bruder. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ist aber auch ein bisschen viel von dem Zeug. Hm? Ein tüchtiges Mädchen, die Irene. Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden mit ihr. Kommt so toll mit Timmy zurecht. Ich bin richtig traurig, dass sie weggeht. Irene geht weg? Ja, nach Griechenland. Hast du dir das nicht erzählt? In Urlaub? Nein, ich glaube für immer. Nach Griechenland für immer? Irene? Willst du nicht deine Mutter anrufen, dass du noch mit uns zu Abend isst? Nein. Ach doch. Jakob kann dich dann nach Hause fahren. Griechenland ist keine schlechte Lösung, oder Jakob? Du sagst es, Mama. Wir reißen die Straße mal wieder auf. Ich gehe das letzte Stück zu Fuß. Warte. Dein Honorar. Mit dem schönen Gruß von Elena. Ein bisschen mehr als sonst. Für die Reise, hat sie gesagt. Danke. Ich dachte, du magst mich. Und trotzdem willst du weg. Habe ich was falsch gemacht? Nein, es liegt nur an mir. Ich mag einfach nicht. Das ist noch lange kein Grund, nach Griechenland zu verschwinden. Ich muss nachdenken, ohne das alles hier um mich rum. Sei nicht so streng mit dir. Und mit mir. Nicht. Du musst Geduld haben. Bitte. Nicht. Ich habe Angst. Angst? Vor mir? Ja. Vor dir. Und mir. Aber warum denn? Ich kann einfach nicht spüren. Ich bin irgendwie tot. Innen drin. Für dich. Danke. Ich glaube, ich werde nie einen Mann lieben können. Nie mehr. In Ordnung. Oh mein Gott. Nicht so schlimm. Komm. Gut. Sehr gut. Das ist gut. Komm, komm. Komm, gleich auf Fleisch zu drauf. Ist sie endlich da? Komischer Kindergeburtstag. Vielleicht gucken sie sich ja noch was im Fernsehen an. Ich geh duschen. Ruf du die Leute an.
mal, ich glaube, er kommt gerade. Jakob? Ja? Frau Frevert. Angst. Serbiens Wirtschaft. Sagen wir auf, guten Abend, Frau Frevert. Ich mache mir große Sorgen um Irene. Sie ist noch immer nicht nach Hause gekommen. Was? Die Wirtschaft Jugoslawiens funktioniert. Ja, ich habe sie abgesetzt. Allerdings nicht direkt vor dem Haus. Da war eine Baustelle. Da konnte ich mit dem Wagen nicht durch. Das letzte Stück ist sie zu Fuß. Das beunruhigt mich aber sehr. Ja, 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 selbstverständlich. Gute Nacht. Das Mädchen ist nicht nach Hause gekommen? Schlafen die Kinder schon? Ich hoffe. Ich schau mal nach ihnen. Kann ich bitte meine Tochter Sandra sprechen? Sandra, ich bin's. Hör mal, wir sind besorgt wegen Irene. Sie ist nicht zu Hause. Ich war den ganzen Abend hier. Vielleicht weiß sie nicht, dass ich Nachtdienst habe und ist zu mir gefahren, ohne vorher anzurufen. Einfach so spontan. Das kann natürlich sein. Dann müsste sie ja bald da sein. Ich melde mich, sobald sie hier ist, ja. Tschüss. Die kriegt was zu hören. Ich verstehe das einfach nicht. Sowas macht sie doch sonst nicht. Wir warten, sagen wir, noch eine Stunde. Und dann? Was dann? Wir haben da vorgestern gespielt. Hat er wieder verloren? Nee, nee, 1-1. Was der Glück gehabt. Frank! Frank! Kleine sein, 16, 17? Kratzspuren, zerrissene Kleider. Sieht ganz nach Vergewaltigung aus. Was sagen Sie, Doktor? Sie ist seit ungefähr 8 Stunden tot. Todesursache vermutlich Ersticken durch Bruch des Epistrophäus. Auf Deutsch? Genickbruch. Bei dem Boden hier? Da scheint sie draufgeknallt zu sein. Wahrscheinlich rückwärts. Glauben Sie, dass man sie vergewaltigt hat? Es deutet zumindest einiges darauf hin, aber genau ist erst nach der Obduktion. Ich brauche Ihren Bericht schnell, ja, so bald wie möglich. Das haben wir in Ihrer Tasche gefunden, 1000 Mark. Und das ist die Adresse. Da war eine Vermisstenmeldung letzte Nacht von der Mutter. Frevert, Oldenfelder Straße. Wollen wir mal. Von wollen kann überhaupt keine Rede sein. Ich habe sowas geahnt. Ich hab's geahnt. Und sie ist wirklich von irgend so ein Dreckskerl hat sich an ihr vergangen? Das wissen wir noch nicht. Hat er sie angefasst? Herr Frevert, wir können im Moment nur Vermutungen anstellen. Wie konnte das passieren? Warum sorgt die Polizei nicht für mehr Sicherheit? Schließlich werden sie dafür bezahlt, von unseren Steuergeldern! Frau Frevert, wo ist denn das, wo Ihre Tochter gestern war? Ich habe ja sowas geahnt. In der Nacht habe ich es gewusst. Ganz plötzlich. Ich war immer dagegen, dass sie dieses Babysitting macht. Aber du hast sie ja sogar noch unterstützt. Wir bräuchten den Namen und die Adresse von diesen Leuten. Wir
konnten sie doch nicht einsperren. Sie war ja schon fast erwachsen. Die war noch ein Kind. Können Sie uns sagen, wo Ihre Tochter Babysitting gemacht hat? Samow. Familie Samow. Holtenhofweg. Hat dieser Kerl Sie... War sie nackt? Sie müssen dieses Schwein fassen. Dafür soll er büßen. Könnten wir mal ihr Zimmer sehen? Sieht ja eher aus wie ein Kinderzimmer. Ja, ich sagte ja, sie war noch ein Kind. Hat sie hier manchmal Freunde mit hergebracht? Nein, nein, Rina blieb lieber für sich allein. Oh, ist ja hübsch. Ist das ein Geschenk? Ja, sie liebt Puppen. Sie waren außergewöhnlich besorgt um ihre Tochter. Mir kommt es beinahe so vor, als wären sie es immer noch. Rina war eben nicht so selbstständig wie andere junge Leute heutzutage. Ja, das heißt nicht, dass sie Drogen genommen hat oder sowas. Nie. Sie ging noch zur Schule? Ja, zum Gymnasium. Gaben Sie ihr viel Taschengeld? Wie kommen Sie denn darauf? Rena hatte alles, was sie brauchte. Dieses Babysitting. War von Anfang an dagegen, dass sie zu fremden Leuten ging. Jetzt sehen wir ja, was wir davon haben. Gute Nacht, mein Liebling. Schlaf gut. Das ist ja entsetzlich. Und sie hatte sich schon so auf Griechenland gefreut, mein Gott. Griechenland? Nächste Woche sollte das losgehen. Das sind doch gerade keine Ferien mehr, oder? Mhm. Nein, sie wollte weg. Fort, endgültig. Aber sie war doch noch gar nicht mündig, hm? Mhm. Ihre Eltern, was sagen die? Nein, die Eltern wussten nichts davon. Ich hatte ihr versprochen, nichts zu sagen, zu niemand. Hoch und heilig musste ich ihr das versprechen. Sie wollte mit ihrer Schwester fort. Sie meinen, sie wollte aussteigen? Ja, die Schwester ist etwas älter als Irene. Sie arbeitet in einem Altenheim. Die beiden wollten zusammen weg. Sie hatten sich schon ein Häuschen gemietet. Auf Kreta. Ein neues Leben. Sie wissen ja, in dem Alter kann man noch so radikal sein in seinen Entscheidungen. Und jetzt... Frau Samow, könnte ich die Sachen sehen, die Ihr Mann gestern Abend getragen hat? Das ist eine reine Routinesache. Die er gestern anhatte? Die Deutschen sind einfach zu reinlich, stopfen alles gleich in die Waschmaschine. Was willst du machen? Kindergeburtstag. Schokoladentorte, Himbeereis, grüner Wackelpudding. Am schlimmsten sind aufgeplatzte Grillwürstchen. Man kann ja schon froh sein, dass sie die Turnschuhe nicht auch noch mit in die Maschine geschmissen hat. Das Zeug bringen wir gleich ins Labor. Hm. Was sagst du denn zu Griechenland? Ist komisch, hm? Warum wissen die Eltern nichts davon? Weil sie es nicht erlauben würden. Und ich täte auch nicht. Hätte ich sie doch bloß bis vor ihre Haustür gebracht. Aber wir konnten auch ahnen, dass... Das wäre nicht passiert. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Herr Samow. Ich habe selber Kinder. Irene war... Wir hatten sie alle sehr gern. Diese verdammte Baustelle. Ich hätte sie begleiten müssen, aber es war spät und... Der Tag war anstrengend gewesen. Sie haben sich bei der Absperrung von ihr verabschiedet. Ja, wir sind ausgestiegen. Ich habe ihr noch einen Moment hinterher geschaut. Sie hat mir zugewunken und dann bin ich wieder eingestiegen. Und Irene ist den Radweg runtergegangen? Ja. Sie hatte viel Geld bei sich. 1000, oder? Die waren von mir, von uns, von meiner Frau und mir für die Reise. Das ist sehr großzügig.
Wir wussten, dass Ihre Eltern Sie sehr kurz hielten. Sie sind dann direkt nach Hause gefahren. Wann waren Sie wieder zu Hause? Um 10 etwa. Ich habe mich auf die Uhr geschaut. Was für eine schreckliche Geschichte. Haben Sie irgendjemand in der Gegend gesehen, als Sie sich von Irene verabschiedeten? Ja, ein Radfahrer. Wie sah der aus? Ich weiß nicht, ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, es war ja dunkel. Er trug jedenfalls so einen grellgelben Radfahrerhelm. Und einen Parker, ja, einen Parker. Und das Fahrrad war eins von diesen Mountainbikes. Auch gelb. Und schwarz, glaube ich. Ja, gelb-schwarz. Jedenfalls sehr auffällig. Das hilft uns schon ein ganzes Stück weiter. Schönen Dank. Hallo. Hallo. Was ist das denn hier? Befehl ausgeführt, Chef. Das hier sind die schönsten Kakteen, die du in ganz Hamburg kriegen kannst. Das hier sind Succulentia. Das da ist ein Feigenkaktus. Der soll unheimlich schön blühen. Und das ist ein Riesenkaktus. Der wird bis zu 2 Meter hoch. Allerdings nur in der Hochebene von Mexiko. Wusstest du übrigens, dass es über 2000 Arten von Kakteenpflanzen gibt? Nee. Doch. Man unterscheidet 3 Gruppen. Stangenkakteen, Kugelkakteen, Gliederkakteen. Du nimmst ganz schnell die Dinger von meinem Tisch, sonst setze ich dich da mit dem Arsch drauf. Moment mal, du hast ausdrücklich gesagt... Ich hab gesagt, du sollst mir eine Handvoll Kakteen kaufen, aber nicht Mexiko. Du hast gesagt, jede Menge. Was ist denn das hier? Das ist alles für dich. Mit einem schönen Gruß von Stöver. Ich wusste gar nicht, dass du Geburtstag hast, aber trotzdem auch von mir alles Gute. Na, nimm's doch. Erstens habe ich nicht Geburtstag und zweitens kann ich Kakteen nicht leiden. Du kannst Kakteen nicht leiden? Ich mochte Kakteen noch nie. Was ist das hier? Das ist ein Bericht vom Labor. Laut Analyse war an den Schuhen von Samow die gleiche Erde wie die am Tatort. Klingt doch interessant, ne? Klar, das würde bedeuten, dass er uns belogen hat. Er hat doch behauptet, an der Absperrung hätte er sich von der Kleinen verabschiedet. Aber da gab es doch keine Erde, nur Asphalt. Hier ist der Obduktionsbericht. Das Mädchen ist nicht vergewaltigt worden. Ah, ist ja wenigstens das erspart geblieben. Ändert das was für uns? Für mich kommt es das Gleiche raus. Für mich auch. Gut. Brockmüller und ich nehmen uns den Bekanntenkreis von dem toten Mädchen vor. Und du machst die Routinearbeit. Klapperst sämtliche Häuser ab, fragst nach einem Radfahrer, der auf so einem teuren, gelb-schwarzen Mountainbike rumgefahren ist. Gib dir Mühe. Als Zeuge ist er schon mal sehr wichtig. Vielleicht ist er aber auch der Täter. Ei, ei, Sir. Hier ist noch die Rechnung von den Kakteen. Moment. Augenblick. 560 Mark? Bist du wahnsinnig? Kam mir auch ein bisschen teuer vor. Kennst du mein Gehalt? Das ist ein Goldkugelkaktus. Der kostet allein 27,50 Mark. Warum haben Sie uns dann das nicht gleich erzählt? Warum erst jetzt? Ich habe wirklich geglaubt, dass es nicht so wichtig wäre. Außerdem, ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich Irene nicht bis vor die Haustür gebracht habe. Wir hatten Sie doch so eindringlich gebeten, uns jedes Detail zu erzählen. Und nichts auszulassen. Jedes Detail. Wie ist der Unfall passiert? Der Radfahrer hat sie angerempelt und ist weitergefahren. Irene ist die Böschung runtergestürzt. Ich bin hingelaufen, hab sie aufgehoben. Sie lag da auf dem Boden. Da ist die gleiche Erde. Die Erde ist überall die gleiche in der Gegend. Die muss von der Stelle stammen, wo ich Irene geholfen habe, aufzustehen. Hat Ihr Mann Ihnen diese Geschichte erzählt, als er abends nach Hause kam? Nein. Wir waren erschöpft und müde vom Aufräumen und Putzen. Es war doch auch schon spät. Wir wollten ins Bett. Wann ist denn Ihr Mann nach Hause gekommen? Das habe ich doch schon gesagt, ungefähr um 10. Können Sie das bestätigen? Ja,
so ungefähr um 10. Und dann? Was ist dann passiert? Haben Sie das Mädchen getröstet? Ja. Und wie? Wie? Ja, wie? Ich habe den Arm um sie gelegt und habe ihr gut zugeredet. Hätten Sie das nicht getan? Doch, das hätte ich auch getan. Ein bisschen spät kommt Ihre Geschichte schon. Wie meinen Sie das? Wie ich es sagte. Sie verdächtigen noch nicht meinen Mann. Wir lassen diesen Radfahrer bereits suchen. Falls er existiert. Sie glauben mir nicht, was? Sagen Sie, die Irene hat doch bei Ihnen als Babysitter gearbeitet. Gelegentlich. Und da schenken Sie einfach so 1000 Mark? Ich glaube nicht, dass wir in Rechenschaft darüber schuldig sind, wie wir unser Geld ausgeben. Es war meine Idee, Irene das Geld zu schenken. Der Junge ist koscher. Sowas vergisst man doch nicht. Schon gar nicht, wenn man danach gefragt wird. Nach Details. Weißt du, das ist nicht so einfach. Das hat er verdrängt, weil das, wie soll ich sagen, weil das was mit Gewalt zu tun hatte. Der Radfahrer, verstehst du? Und alles, was mit Gewalt und mit dem Mädchen zu tun hatte, das, damit wollte er nichts zu tun haben. Das hat er einfach beiseite geschoben. Aus Angst, damit reingezogen zu werden irgendwie. Das ist ja eine abenteuerliche Psychologie. Du willst dich damit nicht befassen. Bloß weil der einen Swimmingpool hat. Das ist doch Quatsch. Komm, wo soll denn da ein Motiv sein? Er hat von seiner Frau gehört, dass ich mir seine Schuhe angeguckt habe. Und da hat er sich ganz schnell eine hübsche Geschichte ausgedacht. Und die ist ja auch hübsch und wasserdicht. Er war zur Tatzeit nicht zu Hause, das ist ein Fakt. Warum? Warum soll der so mir nicht, dir nicht seine Babysitterin überfallen? Die schlafen in getrennten Betten, er und seine Frau. Das ist ja erst eine abenteuerliche Psychologie. Ich schicke jedenfalls morgen noch mal die Spurensicherung vorbei. Vielleicht finden sie was. Die finden noch nie was. Jakob? Hier bin ich. Sie glauben dir nicht. Nein, sie glauben mir nicht. Sie glauben dir kein Wort. Warum nicht? Wenn Sie ihn haben, den Rowdy, werden Sie schon sehen, wer hier spinnt. Wenn Sie ihn haben wollen. Wie meinst du das? Der wird sich kein Bein ausreißen, den zu finden. Damit Sie dann wie blöd dastehen mit Ihren Verdächtigungen. Das wäre unglaublich. Wir müssen ihn suchen. Schließlich ist er unser Zeuge. Und wir müssen ihn finden, bevor sie wiederkommen und sagen, ihren Zeugen, den gibt's gar nicht. Soll ich überall rumlaufen und rumfragen, oder wie stellt sich das vor? Wozu gibt's die Detektiven? Wir sind ja nicht im Kino, Elena. Wir sind in einem Horrorfilm. Ich kenne keine Detektive. Dazu gibt's das Branchentelefonbuch. Ich will nicht, dass sie diesen Schmutz hier reintragen. Das sind doch alles Sadisten. Wenn sie hinterher immer kommen und sich entschuldigen. Kann ja mal nachschauen. Schlafen kann ich ohnehin nicht. Weiß ich. Nein. Jakob? Ja, was ist? Jetzt ist doch alles gesagt, was gesagt werden musste. Ja? Ja, natürlich ist es das. Warum hast du der Polizei eine falsche Uhrzeit genannt? Das war doch 10:30, als du gekommen bist. Ich habe halt nicht auf die Uhr gesehen. Warum hast du Irene so viel Geld geschenkt? Du hast doch gesagt, wir sollen ihr was geben für die Reise. Ja, ja, in dem Umschlag von mir waren ja schon 200 Mark. Ich habe halt noch was draufgelegt. In Hamburger Schulen wird viel Wert auf aktive Beteiligung am Unterricht gelegt. Auf mündliche Mitarbeit, wenn Sie verstehen. Irene war sehr passiv, aber sie hätte das Abitur ohne weiteres geschafft. Sie war in sich gekehrt, habe ich von verschiedenen Seiten gehört. Ja, sie war außerordentlich schweigsam, nicht unbedingt schüchtern. Sie hatte so eine Art Abwehrpanzer um sich rum. Man spürte, sie wollte nicht, dass ihr irgendjemand zu nahe trat. Aber wenn man das respektierte, war sie sehr freundlich, höflich, hilfsbereit. Hatte sie Freunde? Ach, ein Freund bestimmt nicht. Freundinnen vielleicht Martina. Kann ich mit der mal reden?
Ja, ich weiß nicht, ob sie... Ah ja, da ist sie in der lila Bluse. Danke. Stöber ist mein Name. Ich komme von der Kriminalpolizei. Kann ich Sie mal einen Augenblick entführen? Wir untersuchen den Tod von Irene. Hoffentlich schnappen Sie das Schwein. Hoffentlich. Ich würde mir gerne ein Bild von Irene machen. Sie war wohl sehr schüchtern? Ja, nicht immer. Vor 2, vielleicht 3 Jahren hat sie sich plötzlich verändert. Sie ging nicht mehr zum Sport und wollte nicht mehr zum Reiten. Das war früher ihr Ein und Alles. Sie hat sich regelrecht verkrochen und sich irgendwie abgekapselt. Sie redet auch nicht mehr besonders viel. Könnte das was mit ihrem Elternhaus zu tun haben? Kann schon sein. Die sind ja so ein bisschen, ja, verkorkst. Die haben das nicht so gerne, wenn man zu ihnen nach Hause kommt. Hat die Irene Vertrauen zu ihrem Vater? Weiß ich nicht. Aber was hat das mit der Vergewaltigung zu tun? Weißt du, ich glaube, es wäre ganz in Irenes Sinn, wenn du mir alles sagen würdest, was du weißt. Naja, Wissen ist zu viel gesagt. Irene sprach oft über ihre Mutter und auch über ihre Schwester. Immer ziemlich offen, was die so für Probleme haben und so. Aber sie sprach nie über ihren Alten. Da ging plötzlich für sie die Klappe runter, als ob der für sie tabu wäre. Kannst du dir das erklären? Naja, also... Ich dachte, er hätte sie mal... Das war nur so ein Gefühl, aber irgendwie... Er hätte sie mal angegrapscht. Hat sie sowas erzählt? Kein Wort. Sie hätte sowas nie über die Lippen gebracht. Aber gerade weil sie dicht hielt und weil sie sich plötzlich so verändert hat. Aber wie gesagt, es ist nur so ein Gefühl. Ich danke dir für deine Offenheit, Martina. Das geht alles seinen Gang. Ich bleib dran. Wie versprochen. Mhm. Ja, die Fotos schicke ich ihm zu. Und rechne alles aus. Ja. Ja, wir hören voneinander. Tschüss. Kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne zu Herrn van Reek kommen. Der bin ich. Oh. Entschuldigen Sie, das tut mir leid. Das bin ich gewohnt. Geben Sie einen Schirm, ich spanne ihn auf. Oder wollen Sie jetzt lieber wieder gehen? Nein, nein, natürlich nicht. Wieso? Bitte. Was kann ich für Sie tun? Ja, also es ist so, ich brauche Hilfe. Bei einer Suche. Ich suche einen jungen Mann. Das heißt, eigentlich muss erst mal ein Fahrrad gesucht werden. Verzeihung, wäre es nicht besser, Sie würden ganz von vorn anfangen und dann einfach chronologisch weiter, in aller Ruhe der Reihe nach erzählen. Haben Sie was dagegen, wenn ich meinen Rekorder mitlaufen lasse, als Notizbuch? Wenn es Sie stört, müssen Sie es... Nein, nein, ist schon in Ordnung. So, legen Sie los. Also, ja, am Montag hatte meine Tochter Geburtstag, 8 ist sie geworden. War ihr Maskottchen oder so ähnlich. Ihr Maskottchen. Wissen Sie, wir haben immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ein schlechtes Gewissen. Ich musste für längere Zeit in die Klinik. Ein paar Mal. Und mein Mann, der hat ein Geschäft. Sie wissen, was das heißt. Nie zu Hause. Und da hat er die ganzen Geschenke angeschleppt. Alles hat er angeschleppt. Gab's denn niemanden, der mal nach ihr gesehen hat? Freundin, Freund, jemand aus der Nachbarschaft? Da wohnen diese oberflächlichen Disco-Mietze. Guten Tag, Herr Dritten Tag. Damit konnte sie nichts anfangen. Das mochte sie gar nicht. Wir sind leider noch nicht weiter. Wir mussten einfach noch mal vorbeikommen. Es ist eine Zumutung für Sie, ich weiß. Also gar nichts. Es kann ein Wildfremder gewesen sein, es kann jemand gewesen sein, den sie kannte. Wir versuchen, uns ein Bild zu machen. Wir leben hier sehr isoliert, Gott sei Dank. Die Lehrerin hat uns erzählt, dass ihre Tochter besonders Jungs gegenüber sehr gehemmt war.
Haben Sie dafür eine Erklärung? Wie kommt die Lehrerin dazu, so etwas zu sagen? Das ist doch Geschwätz. Was versteht denn eine Lehrerin von so einem Kind? Ja, ganz ähnlich hat sich eine Freundin geäußert. Irena hatte keine Freundinnen auf der Schule. Doch, sie hatte eine. Eins der Mädchen kannte ihre Tochter ziemlich gut. Sie meint, Irene hätte sich vor ein paar Jahren verändert. Sie wäre scheu und verklemmt geworden. Das ist doch völliger Quatsch. Außerdem, was schnüffeln Sie in unseren Privatangelegenheiten rum? Fassen Sie lieber den Mörder. Oder vermuten Sie den in unserer Familie? Wir müssen uns für alles interessieren. Leider. Auch für Privatangelegenheiten. Wann war das, als Sie in der Klinik waren? Vor 2 oder 3 Jahren? 2 oder 3. Geht sie denn die Krankheit meiner Frau an? In dieser Zeit waren Sie mit Ihrer Tochter allein. Danach kam sie Ihren Freundinnen verändert vor. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Sie haben die Sie wagen es, derart absurde Behauptungen aufzustellen? Was denn für Behauptungen? Bitte verlassen Sie sofort mein Haus. Legen Sie sich nicht so auf, ist ja schon gut. Komm. Warum wollte Ihre Tochter nach Griechenland auswandern? Wer hat Ihnen denn erzählt, dass sie auswandern wollte? Die wollte nicht auswandern. Davon wussten Sie nichts? Als Vater weiß man doch sowas. Das stimmt doch gar nicht. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Na, wenn es nicht stimmt, dann ist ja alles in Ordnung. Auf Wiedersehen, Frau Filbert. Haben Sie das von Sandra? Mit der haben wir noch gar nicht gesprochen. Kannst du mal sehen, was hier für Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Unsere Tochter nach Griechenland auswandern, niemals. Das hätte ich doch zu verhindern gewusst. Ich verbiete Ihnen, einen derartigen Unsinn zu verbreiten. Und jetzt verlassen Sie bitte mein Haus. Wenn Sie was von mir wollen, dann laden Sie mich vor. Jetzt wird Ihr Schuld werden am Tod unserer Tochter. Warum? Das will ich Ihnen sagen. Weil ich das Leben in diesem Land satt habe. Und diesen Job auch. Den besonders. Aber Einzelheiten wollen Sie ja wohl nicht hören. Doch, Einzelheiten immer. Naja, die Totschläger werden jetzt Pflegefälle. Deshalb. Die uns die ganze Scheiße eingebrockt haben. Ich schäme mich immer noch, wenn ich sagen muss, ich bin Deutsche. All die Mörder und Mitmacher. Jetzt sind sie alle alt und tatterig und keiner will's gewesen sein. Ich habe keine Lust, denen auch noch den Arsch abzuwischen. Deshalb. Und Ihre Schwester? Die wollte unbedingt mit. Sie kann auch nicht mehr atmen in diesem grauen Land. Grauer Himmel, graue Seelen. Sie wäre eingegangen hier. Ihre Eltern wussten nichts davon. Das ist deren Problem. Sie ist nicht mehr schulpflichtig. Sie war nicht mehr. Sie leben schon eine Zeit lang nicht mehr zu Hause. Nein, ich habe mich nicht besonders gut verstanden mit meinem Vater. Warum nicht? Warum fragen Sie danach? Kinder mit einem Willen kriegen was auf die Brillen, das hat meine Großmutter immer gesagt. Und die hat schließlich meinen Vater erzogen. Ich hatte schon immer einen harten Schädel, da hat's dauernd gerumst. Aber wozu erzähle ich Ihnen das eigentlich? Greifen Sie lieber das Schwein, das das gemacht hat. Das ist schließlich Ihr Job. Kennen Sie die Familie, bei der Ihre Schwester Babysitter war? Ja. Das heißt, nicht persönlich.
Sie hat mir viel von der Familie erzählt. Es sollen nette Leute gewesen sein. Sie hat sich wohl dort gefühlt. Wohler als zu Hause. Die Atmosphäre war nicht so faschistisch. Empfanden Sie denn die Atmosphäre bei sich zu Hause als faschistisch? Haben Sie meinen Vater nicht kennengelernt? Naja, könnte sein, dass Sie ihn als Gleichgesinnten empfinden. Bullen mag er eigentlich. Ihre Schwester scheint er ja sehr lieb gehabt zu haben. Kann schon sein. Faschos lieben Schäferhunde. Wenn Sie verstehen, was ich meine. War da etwas zwischen Ihrem Vater und Ihrer Schwester, das über das übliche Vater-Tochter-Verhältnis hinausging? Sie meinen Sex? Kann ich mir nicht denken. Wie kommen Sie überhaupt auf sowas? Sowas steht jeden Tag in der Zeitung. Mit meinem Vater? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie war sein Ein und Alles. Hatte Ihre Schwester vielleicht ein Verhältnis mit Herrn Samow? Nee. Das hätte sie mir sicher gesagt. Herr Berling? Ja? Können wir Sie einen Moment sprechen? Was gibt's denn? Das lässt sich nicht so schnell erklären, leider. Wollen Sie was verkaufen? Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie brauchen meine Hilfe? Ja. Ich bin gespannt. Was kann ich Ihnen helfen? Glaubst du im Ernst an deine Inzesttheorie? Ist das für völlig abwegig? Soll öfter vorkommen, als man denkt. Nur weil so ein kleines Schulmädchen sowas erzählt. Ein sehr intelligentes Schulmädchen, ja. Ich halte mich an Samow. Der hat ein Motiv. Wahrscheinlich hat er ein Verhältnis mit ihr. Sie wollte ihn erpressen. Dafür würden ja die 1000 Mark in der Handtasche sprechen. Was hältst du von dieser Sandra? Für die sind alle Bullen Faschisten. Sie weiß mehr, als sie uns sagt, eben weil sie Bullen nicht ausstehen kann. Geben Sie mir mal Meier 2. Meier 2, ich möchte, dass du ab sofort dich an diesen PR-Fritzen hängst. Diesen Samow. Mit dem Mountainbike-Fahrer, das kann ein anderer machen. Moment. Meier 2, du hörst nicht auf den Kollegen Brockmöller und suchst weiter nach dem Radfahrer. Ende. Was ist denn mit dir los? Das frage ich dich. Du kannst doch nicht einen Mitarbeiter von mir einfach umdirigieren. Dann soll er beweisen, dass es ein Phantom ist. Dieser Mountainbike-Fahrer existiert nur in Samows Fantasie. Du hast dich völlig in deine Theorie verkrallt. Paul, ich wette mit dir. Dein koscherer Junge ist der Mörder. Da halte ich mit. Um was? Um einen Goldkugelkaktus. Das ist ein Wertgegenstand. Meier 2, bist du noch dran? Du bescheidest Samow. Ende. Ich fahre doch niemanden um und lass ihn da einfach liegen, hören Sie mal. Es ist doch gar nichts passiert. Niemand ist verletzt worden. Sowas mache ich nicht. Das habe ich nicht gemacht und sowas werde ich auch nicht machen. Niemand macht Ihnen einen Vorwurf. Es geht auch gar nicht um Sie. Sie unterschreiben ein Protokoll und gehen dann wieder nach Hause. Weiter nichts. Eine Unterschrift. Aber ich war es doch nicht. Ich habe auch nichts gesehen. Sie haben eben selbst zugegeben, dass Sie manchmal den Radweg runterfahren. Ja, deshalb nagel ich doch keinen um und lass ihn einfach liegen, hören Sie mal. Niemand ist verletzt und dem Mädchen auch gar nichts passiert. Aber er hat doch eben behauptet, ich hätte das Mädchen in den Graben geschubst. Wir möchten doch nur, dass Sie bestätigen, dass Sie mit angesehen haben. Ich habe doch nichts gesehen. Absolut nichts. Und ich war am Montag doch gar nicht unterwegs. Ich bin ja gar nicht rumgefahren. Vielleicht erinnern Sie sich nur nicht so genau an jede Einzelheit. Ich weiß doch, was ich weiß. Sie wollen doch nicht, dass die Polizei Sie in die Mangel nimmt, hm? Zum Beispiel wegen des gestohlenen Fahrrades. Das haben Sie doch geklaut, oder? Ach, ihr wollt mir jetzt drohen.
Lass die Bullen aus dem Spiel, sonst wäre ich sauer. Es war nicht so gemeint. Es ist niemand daran interessiert, sie in irgendeiner Weise reinzureißen. Aber er hat es doch gerade eben gesagt. Er hat gesagt, in die Mangel nehmen und so, oder? Entschuldigung, Entschuldigung. Also ich habe niemanden umgenagelt und ich habe auch nichts gesehen. Die wollen mir einen Totschlag anhängen. Ich brauche jetzt ihre Hilfe. Was habe ich denn damit zu tun? Ich habe sonst keinen, der mir da raushelfen könnte. Tja. Das ist das Leben. Aus. Schluss. Er hat Angst. Haben Sie seine Handrücken gesehen? Alles Einstiche. Er war es, da bin ich ganz sicher. Sein Fahrrad, er kennt auch den Weg. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er mich wiedererkannt hat. Haben Sie schon mal daran gedacht, dass Ihr Zeuge vielleicht der Täter ist? Der Täter? Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ich meine, Sie sollten zur Polizei gehen und seine Adresse angeben. Es hängt schließlich einiges davon ab für Sie. Und dieses Haus würde ich an Ihrer Stelle nicht mehr betreten. Es riecht dann nach Gewalt. Sie meinen, ich sollte ihn anzeigen? Da würde er das Recht nicht sagen. Schon gar nicht zu meinen Gunsten. Er wird mich höchstens aus Rache in die Pfanne hauen. Kein Licht. Guck dir das Bild an. Kakteen fällt im Mondschein. Das ist ja wie Urlaub in Mexiko. Ach was. Das hat nämlich nur meine armen, vertrockneten Pflanzen zu Hause. Ach, sei nicht so wehleidig. Ja? Na, Meier 2. Was macht denn unser Observationsobjekt? Das Haus ist ruhig. Aha. Es sind alle drin. Die beiden Wagen stehen in der Arbeit. Okay, gut. Halt die Stellung. Ich sage dir, der Einzige, der ein Motiv hat, ist Samow. Das beweist schon die Erde an seinen Schuhen. Und von wegen Fahrradunfall, ne? Diese Schutzbehauptung, das werden wir ihm widerlegen und dann ist er dran. Gelbe Lacksplitter am Fahrrad. Siehste. Sie finden immer was. Jetzt weißt du, warum ich glaube, dass der Mann koscher ist. Der sagt einfach die Wahrheit. Und ich bleibe dabei, er lügt. Sowas nennt man Altersstarrsinn. Gott, was ist das denn hier? Also Kakteen sieht man überhaupt nichts. Wie hoch ist da ein Suche? Ja, ja, die müssen ja auch weg, wo sie hingehören. Zu dir nach Hause. Irrtum, mein Lieber, du nimmst sie. Oh. Unsere Spurensicherer haben ein Fitzel Stoff am Tatort gefunden. Im Gestrüpp. Mit Blutspuren. Eindeutig von dem Mädchen. Aber nicht von ihren Kleidern stammend, sondern? Von den Kleidern des Täters. Damit kommen Sie jetzt. Es lebe die Technik. Und? Was für ein Stoff? Eine Kunstfaser, die hauptsächlich zur Herstellung von Jogginganzügen benutzt wird. Ein Jogger also. Fragt sich nur, wer von beiden joggt. Samow natürlich. Oder Frevert. Oder keiner von beiden. Was sind das bloß für Dreckschreiber? So schlimm? Besser, du liest es nicht. Ich habe wieder nicht geschlafen. 2 Stunden höchstens. Insgesamt. Du solltest ruhig wieder mal was nehmen. Kann ich dich was fragen? Ja? Du musst mir das sagen, wenn da irgendwas mit dem Mädchen. Wie meinst du das? Ich frage ja nur, ob du was mit ihr gehabt hast. Weiter will ich gar nichts wissen. Bist du verrückt geworden? Oh nein. Aber wenn die Polizei zuerst dahinter kommt, kannst du dir vorstellen, was hier los ist. Hier war gar nichts, überhaupt nichts. Wie kommst du denn auf so eine Idee? Was soll das? Ich sag ja nicht, dass du was Schlimmes gemacht hast. Ich weiß ja, dass du das nicht hast. Ich muss es nur wissen, bevor diese schrecklichen Kommissare kommen und sagen, ihr Mann hat mit dem Kindermädchen gebumst. Wussten sie das? Nein, nein und nochmals nein, da war nichts. Wie oft willst du mich das noch fragen?
Ich muss los. Schon so früh. Könnte ich Sie einen Augenblick sprechen? Bitte. Hallo. Joggen Sie? Joggen? Ja, joggen. Oder wissen Sie nicht, was das ist? Ich habe in meinem Leben noch nie gejoggt. Aber Sie besitzen doch sicher einen Jogginganzug. Nein, wozu auch? Ich habe noch nie einen besessen. Ich hätte gern die Kleidungsstücke, die Sie an dem Tag getragen haben, als Sie Irene nach Hause gebracht haben. Die Kleidungsstücke, was hatte ich denn an? Ich weiß das gar nicht mehr. Wozu brauchen Sie die denn? Das ist eine reine Routinesache. Wir haben eine Stofffetzen am Tatort gefunden, mit Blutspuren des Opfers. Wahrscheinlich von der Kleidung des Täters. Blutspuren des Opfers? Und da kommen Sie zu mir her? Glauben Sie denn, dass ich... Sind denn die alle verrückt geworden? Bin ruiniert. Die Zeitung schreiben schon über mich und... Ich kann mich bald nirgendwo mehr sehen lassen und dann kommen Sie und... Beruhigen Sie sich doch. Ich habe Ihnen doch gesagt, das ist eine reine... Die Sachen. Nein, nein, das, ich mache das schon. Diese Zeitungen sind wirklich... Stammen die Informationen von Ihnen? Unsere Pressestelle gibt nur allgemein gehaltene Informationen raus. Die Zeitungen recherchieren dann auf eigene Faust weiter. Kommen die auch zu uns? Ich meine, wegen der Kinder. Damit müssen Sie rechnen. Furchtbar. Ah, danke. So, das sind wirklich die Sachen vom Kindergeburtstag, gell? Ja? Ja, ja. Oh. So, soweit alles in Ordnung. Soweit ich sehen kann, ist nichts zerrissen. Aber ich nehme sie trotzdem mit, ja? Bitte. Vielen Dank. Wiedersehen. Das ist eine förmliche Hexenjagd gegen mich. Ruf im Büro an. Sag, dass ich später komme. Ich habe Kopfschmerzen. Warum hast du ihm das falsche Hemd gegeben? Ich habe ihm nicht das falsche Hemd gegeben. Ich habe mich umgezogen, bevor ich sie weggebracht habe. Er hatte mich mit Ketchup bekleckert. Sag mir die Wahrheit. Ich hab dir die Wahrheit gesagt, ich schwör's dir. Ich hab sie abgesetzt, bin in den Wagen gestiegen und nach Hause gefahren. Ich hab einen Zeugen dafür, den Radfahrer, aber du weißt ja, dass er nicht aussagen will. Er hat einfach Angst vor der Polizei. Wahrscheinlich ist er drogensüchtig und das Fahrrad gestohlen. Du musst ihn zum Reden bringen. Wenn er dich entlasten könnte, das wäre für mich... Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Stein mir vom Herzen fallen würde. Ich habe versucht, ihn unter Druck zu setzen, aber er redet ja nicht. Gib ihm Geld. Drogensüchtige brauchen immer Geld. Du meinst, ich soll ihn bestechen? Wenn er deine Unschuld beweisen kann, kannst du dein Geld gar nicht besser anlegen. Denk dir nur, mit einem Schlage wäre alles vorüber. Es wäre alles wie früher. Tu's, Jakob, bitte, tu's. Die Sache nicht finden. Joggt Ihr Mann zufällig? Ja, er hält das für gesund. Hat er auch einen Jogginganzug? Natürlich. Wann ist er denn zum letzten Mal gejoggt? Oh, das ist schon länger her. Können Sie sich erinnern? Ich glaube, an dem Abend. Ja? An welchem Abend? An dem Abend, als es passiert ist? Warum fragen Sie das alles? Um wie viel Uhr ungefähr? Ich würde den Jogginganzug gern mal sehen. Ja. Ist bei der Wäsche. Im Keller.
Mach jetzt Ruhe, gib mir mal Brockmüller. Also gut, ich melde mich wieder. Was waren Sie denn schon wieder hier? Nur 2 Minuten. Ich habe keine Zeit, ich muss in die Stadt. 1 Minute. Ich habe keine Zeit, ich muss in die Stadt, mein Freund ist krank. Was war das denn? Sind Sie irre? Für eine Unterschrift. Ich weiß, dass Sie alles mit angesehen haben. Ich kann auch verstehen, dass Sie nichts zu tun haben wollen mit der Polizei. Das würde Sie nur ein bisschen leichter machen. Nur die Unterschrift. Hier hängt kein Jogginganzug. Das verstehe ich nicht. Vielleicht hat jemand ihn weggeräumt. Oh, vor ein paar Tagen sagte er, wollte sich einen neuen kaufen. Der alte wäre ihm zu eng. Vielleicht hat er ihn in die Altkleidersammlung gesteckt oder in den Müll. Das macht er eigentlich nie. Er verschneidet immer seine alten Sachen. Er braucht immer Lappen für seine Chemikalien. Ist das hier seine Dunkelkammer? Ja. Kann ich mich da mal ein bisschen umgucken? Das hat er nicht so gern. Das darf nur nicht mal seine Putzfrau. Aber die ist ein Trampel. Vielleicht ist der Jogginganzug noch in der Waschmaschine. Gucken Sie doch mal nach. Vorsichtshalber. Ja. Rauskommen sehen. Was wollt ihr von dir? Ja, also hier ist. Nee, bei mir. Komm, red nicht rum, pass auf. Ich bin von der Kinder. Mensch! Halt! Bleib stehen! Du sollst stehen bleiben! Das Zeichen ist ihre Maske, wo nach dem Jahr. Das Jakobsjahr, wo nach dem 2000. Sie von dem Mädchen. Irene Frevert verabschiedet hat uns in ein Auto gestiegen. Und jetzt wird alles gut. Alles wird jetzt gut. Damit gehst du gleich zur Kripo. Mein Gott, bin ich froh. Weißt du, das ist die beste Geldanlage, die du je gemacht hast. Überhaupt keine Rendite. Also, ich weiß nicht. Du, Papa, soll ich dem Tim den Schwimmen beibringen für Dänemark? Ja, aber bitte ihm die Schwimmflügel um. Und Nette, nur wenn wir dabei sind. Eigentlich eine gute Idee. Deine Tochter hat bemerkenswert gute Ideen. Deine Tochter ist überhaupt kein bemerkenswertes Kind. So, da haben wir ihn. Wen haben wir? Den Radfahrer. Und das hier, das hat er von Samov gekriegt. 5 schöne Tausender. Samov, wofür? Dafür, dass er ihm eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben hat. Er hätte Samov vom Tatort wegfahren sehen, als das Mädchen noch lebte. Also gehört das Fahrrad Ihnen? Ja, das ist ein Stuhl. Und Samov hat Ihnen für diese Aussage so viel Geld bezahlt? Nehmen Sie Platz, machen Sie sich bequem. Was sagst du, ich habe Sie was gefragt. Wo waren wir denn am Montagabend zwischen 9 und 10:30? Ich weiß, das hätte ich nicht machen dürfen, aber ich... Ich habe ja nichts gesehen, ich kann nichts sagen. Wo waren wir denn am Montagabend zwischen 9 und 10:30? Da war ich am Marsch.
Ich will nicht wissen, wie sie waren, sondern wo sie waren. Wenn sie nämlich da waren am Montagabend mit dem Fahrrad im Wald, dann hatten sie mit dem Rad einen Unfall? Ich bin mit dem Rad ja noch gar nicht gefahren. Wir lassen das Fahrrad labortechnisch untersuchen. Dabei wird sich herausstellen, dass es dieses, ihr Fahrrad war, das mit dem Mädchen zusammengestoßen ist. Daraus folgt, dass sie an dem Abend in dem Wald waren. Sie haben abgewartet, bis der Begleiter des Mädchens in sein Auto gestiegen ist. Und dann haben sie ihr aufgelauert. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Vielleicht können Sie sich da gar nicht mehr dran erinnern. Vielleicht waren Sie in dem Augenblick ein bisschen weggetreten. Hä? Aber das, ich soll sowas gemacht haben? Ja, warum denn nicht? Ja, aber was wollen Sie mir jetzt denn da anhängen? Ich war doch an dem Abend noch gar nicht in dem Park. Auf jeden Fall nicht mit dem Fahrrad. Das habe ich doch erst seit gestern. Das hatten Sie am Montag noch gar nicht? Nee, das habe ich ja geklaut. Gestern Mittag. Ja, das können Sie aber nachkontrollieren. Der Besitzer, der hat es doch bestimmt gemeldet bei der Versicherung. Bring ihn nach nebenan. Meier 2. Ja? Schaff mir den Besitzer her. Was ist für ein Besitzer? Den von deiner blöden Pudelmütze. Vom Fahrrad, Mensch! Glauben Sie mir, es war der Mann. Ich habe ihn wiedererkannt, hundertprozentig. Die gleiche Statur, der Parker. Ja, schön, es war dunkel, aber... Sie haben sich eine Falschaussage erkauft. Das spricht nicht gerade für Sie. Für wie dumm halten Sie mich eigentlich? Damit hätte ich mich doch nur noch mehr in ihn. Ich bin überzeugt davon, dass er es war. Er hat mich gesehen und er hat mir das auch bestätigt. Ich habe ihm das Geld nur gegeben, weil er nicht unterschreiben wollte. Er kann Sie gar nicht gesehen haben. Er hat das Rad nämlich erst am Tag nach der Tat gestohlen. Dann war es eben jemand anders. Suchen Sie ihn, finden Sie ihn. Wenn es ihn überhaupt gibt. Natürlich gibt es ihn. Und er wird bezeugen können, dass ich in den Wagen eingestiegen und abgefahren bin. Eigentlich müsste ich Sie festnehmen. Sie sollten lieber diesen Radfahrer ausfindig machen. Außerdem haben Sie doch bestimmt in der Zwischenzeit meine Kleidung im Labor untersuchen lassen. Und? Haben Sie ein positives Ergebnis? Wenn es die Sachen waren, die Sie getragen haben. Kompliziert sein gesagt, ich soll mich hier melden. Wegen des Fahrrads. Sie sind? Das ist mein Fahrrad. Meier 2. Ja. Wie hast du das gemacht? Nein, schon gut. Vergiss es. Wissen Sie, dass Sie eine ganz rücksichtslose Radfahrerin sind? Ich muss ja zugeben, das war nicht korrekt. Ich habe aber gesehen, wie sich der Mann um das Mädchen gekümmert hat. Sonst wäre ich nicht weitergefahren. Ganz bestimmt nicht. Wann wurde Ihnen das Rad gestohlen? Gestern Mittag, beim Einkaufen. Und was hat der Mann gemacht, nachdem er sich um das Mädchen gekümmert hat? Er ist zu seinem Wagen gegangen. Und das Mädchen? Ging in die andere Richtung. Und? Der Mann? Fuhr weg? Fuhr er? Ich weiß nicht. Aber er ließ den Motor an, daran erinnere ich mich. Das Mädchen, das hatte ihm vorher noch zugewunken. Dann ging sie weiter. Tja, dann bin ich losgefahren. Gut. Sehr gut. Kann ich mein Fahrrad mitnehmen? Nee, das brauchen wir noch für eine kriminaltechnische Untersuchung. Sie kriegen Bescheid, wenn ich bitten darf. Die junge Frau möchte eine Aussage zu Protokoll geben. Ja, bitte. Sie können nach Hause gehen. Ja, und was ist mit dem Fahrraddiebstahl? Wir sind hier bei der Mordkommission und nicht beim Fahrraddiebstahl. Kann ich jetzt
Sie sind krank, wissen Sie das? Schon mal mit einer Therapie versucht? Ja, ich stehe da auf der Liste. Kann ich bitte mein Geld haben? Jetzt? Zähl es nach. Ich sage dir, du bist ja ganz lieb zu deinem Papa. Warum hat er sie umgebracht? Sein Goldstück verliert doch niemand gern. Eben deshalb. Aus Angst, sie zu verlieren. Sie wollte raus in die weite Welt, weg von ihm, weg von der Hölle zu Hause. Und er wollte sie halten. Deine Theorie hat ein riesiges Loch, mein Lieber. Er wusste nichts von ihrer Reise. Sagt er. Tja, beweis ihm das Gegenteil. Werd mir Mühe geben. Sie schon wieder? Mhm. Und? Haben Sie den Mörder? Nee. Hier. Das haben wir uns gerade mal angeguckt. Kommen Sie erst her. Das geht Sie überhaupt nichts an. Das ist absolut privat. Ja, das ist privat. Das ist nicht das, was Sie denken. Was denken wir denn? Sie hat nie was dagegen gehabt. Sie hat es immer freiwillig getan. Nur für mich. Wie lange treiben Sie das denn schon? Freiwillig, sagen Sie? Wir haben uns das Gesicht von Ihrer Tochter angeguckt. Da war nichts drin außer Angst und Ekel. Angst und Ekel. Ich habe für Sie gesorgt. Ich habe jeden Wunsch erfüllt. Dann haben Sie mitgekriegt, dass sie weglaufen wollte, und dann haben Sie ihr Spielzeug kaputt gemacht. Ne? Sie sind ja verrückt. Wir haben am Tatort ein Stückchen Stoff gefunden. Ach, und jetzt denken Sie, das sei von mir? Sie halten mich allen Ernstes für den Mörder?
Sagen Sie mal, was geht eigentlich in Ihren Gehirnen vor? Haben Sie heute Morgen keine Zeitung gelesen? Dieser Samow soll der Täter sein. Kümmern Sie sich auch um den oder nur um mich? Wir gehen jeder Spur nach. Sie kommen zu mir, immer wieder zu mir. Da draußen läuft ein Mörder frei rum. Und Sie belästigen die Familie des Opfers. Verhören Sie lieber diesen Samow. 24 Stunden am Tag, dann haben Sie Ihren Täter. Und die Polizei ist ja unfähig. Ihre Frau hat diesen Jogginganzug übrigens nicht gefunden. Ich weiß. Sie hat mich deswegen angerufen. Ah. Hat sie angerufen? Ja. Mein Jogginganzug ist hier. Das ist der einzige, den ich besitze. Ich habe ihn an dem Abend angehabt. Und wie Sie sehen, ist er nicht zerrissen. Zufrieden? Wieso haben Sie den im Büro? Weil ich wusste, wo er war und habe ihn zu Hause abholen lassen. Ich wollte ihn nach Geschäftsschluss zu Ihnen ins Präsidium bringen. Sie haben wirklich keinen Grund, sich auch noch aufs hohe Ross zu setzen. Ich habe meine Tochter nicht umgebracht und alles andere geht Sie nichts an. Wegen des Diebstahls der Kassette werde ich mit meinem Anwalt telefonieren. Ich kriege ich und wenn es 100 Jahre dauert. Sie machen schon wieder einen Fehler. Mal mit Samow. Was willst du von Samow? Hier ist Stöber, Herr Samow. Wissen Sie, was wir glauben? Wir glauben, der Fall ist gelöst. Ja, ich halte es für eine, sagen wir mal, für ein Gebot der Fairness Ihnen. Was? Hier im Büro. Eine Frau. Ja, wir waren selbst überrascht. Sie hat alles bestätigt, was Sie uns erzählt haben. In allen Einzelheiten. Also, da glauben Sie mir jetzt endlich, ja? Und das Fahrrad, war das auch so, wie ich es Ihnen beschrieben habe? Ja, ja, schwarz-gelb oder gelb-schwarz, wie Sie gesagt haben. Ich wollte nur, dass Sie es wissen, damit Sie wieder ruhig schlafen können. Oh, danke. Danke. Das Gleiche wünsche ich Ihnen auch. Herr Samow, ich habe nur noch eine Frage. Wissen Sie eigentlich, dass der Vater das Mädchen belästigt hat? Dass er jahrelang versucht hat, sie... Hallo? Hallo? Ja, ich bin noch dran. Wollen Sie damit sagen, dass Frevert mit seiner Tochter... Ja, genau das meine ich. Wie kommen Sie darauf? Woher wissen Sie das? Das kann ich Ihnen sagen. Wir haben Pornovideos gefunden. Eindeutige Szenen. Pornovideos? Soll das heißen, dass... Gewalt, Geschenke. Abhängigkeit ausgenutzt. Eine miese Geschichte. Aber lassen wir die Einzelheiten. Oh mein Gott. Nein. Sie hat nie was davon erzählt. Ich habe nichts davon gewusst. Nein? Ach. Hätte ja sein können, dass Sie durch irgendwelche Andeutungen oder Anzeichen irgendwas in der Richtung... Naja. Hätte ja sein können. Jedenfalls vielen Dank. Wiederhören. Sag mal, warum erzählst du ihm das alles? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Es ist so ein Gefühl, verstehst du? Wir haben sowieso nichts in der Hand, rein gar nichts. Und eben nichts tun, ist es immer noch besser, wir tun irgendwas. Wo gehst du jetzt hin? Ich häng mich an Frevert. Hier ist Jakob Samow. Ja, genau der. Hören Sie mir gut zu und unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß, was zwischen Ihnen und Ihrer Tochter war. Sie sollen mich nicht unterbrechen. Ich weiß alles. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie keine ruhige Minute mehr haben. Verlassen Sie sich darauf. Sie wagen es, mich anzurufen? Sie haben mein Kind vergewaltigt und umgebracht. Vergewaltigen? Sie haben ja keine Ahnung. Irene hat bei mir das gefunden, was Sie hier nie geben konnten. Liebe und Geborgenheit. Soll das etwa heißen, dass Sie ein Verhältnis mit ihr hatten? Sie haben mein Kind mit Ihren Dreckspfoten berührt? Ich habe Irene nie wehgetan. Ich habe sie geliebt.
Sie haben sie auf dem Gewissen. Sie haben ihr Leben zerstört. Sie, Schwein, sie ekeln mich an. Sie, dreckige Schwein, sie... Das geht diesmal nicht, Nette. Warum nicht? Schau mal, morgen Vormittag, da kommt der Dachdecker. Und dann müssen wir ganz viel besprechen, was er machen soll. Und da habe ich gar keine Zeit für dich. Ich störe euch bestimmt nicht. Ich bin am morgen Abend schon wieder da. Und nächste Woche fahren wir alle zusammen an die Ostsee. Und dann habe ich auch Zeit für dich, ganz viel. Ganz bestimmt? Oder versprichst du mal wieder was? Und hinterher ist dann wieder nichts. Großes Indianer-Ehrenwort. Tschüss, Dini. Tschüss, Axel. Tschüss. Ärger die Mama nicht so. Papa! War vorsichtig. Na klar. Tschüss. Nette. Oma hat doch übermorgen Geburtstag. Wollen wir ihr nicht einen Brief schreiben? Oh ja. Ich hole mein Briefpapier und du holst die Briefmarken aus Papas Schreibtisch, okay? Guten Tag, mein Name ist Schneider. Ich bin ein Geschäftsfreund Ihres Mannes. Ich müsste Ihnen dringend sprechen. Verzeihen Sie, dass ich zu Hause bei Ihnen anrufe, aber ich kann ihn nirgendwo finden. Mein Mann ist an die Ostsee gefahren, in unser Wochenendhaus. Rotener Ufer. Kann man ihn da vielleicht anrufen? Nein, wir haben kein Telefon da. Mama.
passiert denn jetzt mit dieser Drecksau? Wahrscheinlich nichts. Die Kassette wird vom Gericht als Beweismittel nicht anerkannt. Paul hätte sie nicht einfach mitnehmen dürfen. Die einzige Zeugin für die Sauerei ist tot. Und die Frau von Frevert, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie was davon weiß. Goldkugelkaktus. Der Fall wird zu den Akten gelegt. Ende. Herein. Frau Samow. Das ist das Hemd, was mein Mann an dem Abend getragen hat. Er hat Ihnen ein falsches gegeben. Das hat Irene ihm geschenkt. Wahrscheinlich hatte er ein Verhältnis mit ihr. Er ist in unserem Haus an der Ostsee. Brotener Ufer. Danke. Stöber! Ach nee. Na gut, Brocki. Kannst die Kakteen behalten. Ach ja, richtig. Ich muss sie ja nehmen. Also, bis dann. Ich vermisse Sie sehr, verstehen Sie? Sie war alles für mich. Wenn Sie mich für dumm verkaufen, Frevert, ich werde Sie anzeigen. Sie werden für Ihre Gemeinheiten zahlen. Ich will jetzt alles wissen. Was war zwischen meiner Tochter und Ihnen? Ich habe Sie geliebt. Sie haben sie kaputt gemacht. Sie haben ihr Leben zerstört. Sie konnte nicht mehr leben. Sie haben sie ausgelöscht. War meine Tochter. Und Sie haben sie angefasst und beschmutzt. Und für Ihre miesen Gelüste missbraucht. Aber sie wollte nichts mehr von Ihnen wissen. Sie wollten doch die Wahrheit hören. Sie hat mich geliebt. Und sie hatte Vertrauen zu mir. Sie hat sich vor Ihnen geekelt. Sie wollte dahin zurück, wo sie wirklich geliebt wurde. Und deshalb haben Sie sie umgebracht. Und das wollen die mir jetzt anhängen. Mir! Halten Sie doch das Maul. Wie kann ein Mensch wie Sie es wagen? Bleib stehen. Alles kaputt gemacht. Du dreckiges, mieses Schwein, du dreckiges, mieses Schwein. So, Samow. Das ist für Irene. Fallen lassen. Einfach fallen lassen. Da wird's bald! Mörder. Wir brauchen Ihre Hilfe nicht. Verschwinden Sie, bevor ich anfange zu kotzen. Er wollte mich umbringen. Er wollte mich auch umbringen. Herr Samow,
Hören Sie auf zu lügen. Woher haben Sie das? Elena. Warum? Es war keine Absicht. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sie sich so wehren würde. Wie eine Wilde. Ich habe ihr die Tasche hinterhergebracht. Sie hatte sie im Wagen vergessen. Ich sollte sie nie mehr wiedersehen. Sie wollte doch weg für immer. Ich wollte ein einziges Mal noch. Wollte ich sie in den Armen halten. Nur ein einziges Mal noch. Aber dann. Dann hat sie sie losgerissen und um sich geschlagen. Und ich habe doch nur versucht, sie festzuhalten. Und dabei ist sie hingestürzt. Mit dem Kopf auf die Kotflügel. Es war ein Unfall. Warum hat sie sich denn bloß so fürchterlich gewehrt? Ich habe sie noch geliebt. Und sie hat mich geliebt. Oh Gott. Nehmen Sie mit. Was war's dann wohl? Besonders stolz bin ich nicht drauf. Diesmal nicht. Eigentlich ist er ja auch der Falsche. Sieht ganz so aus. Der Falsche. Da scheint sie draufgeknallt zu sein. Wahrscheinlich rückwärts. Glauben Sie, dass man sie vergewaltigt hat? Es deutet zumindest einiges darauf hin, aber genau ist erst nach der Obduktion. Ich brauche Ihren Bericht schnell, ja, so bald wie möglich. Das haben wir in Ihrer Tasche gefunden, 1000 Mark. Und das ist die Adresse. Da war eine Vermisstenmeldung letzte Nacht von der Mutter. Freewald, Oldenfelder Straße. Dann wollen wir mal. Von wollen kann überhaupt keine Rede sein. Ich hab sowas geahnt. Ich hab's geahnt. Und sie ist wirklich von irgend so ein Dreckskerl hat sich an ihr vergangen? Das wissen wir noch nicht. Hat er sie angefasst? Herr Freewald, wir können im Moment nur Vermutungen anstellen. Wie konnte das passieren? Warum sorgt die Polizei nicht für mehr Sicherheit? Schließlich werden sie dafür bezahlt! Von unseren Steuergeldern! Frau Freewald. Wo ist denn das, wo Ihre Tochter gestern war?
Ich habe ja sowas geahnt. In der Nacht habe ich es gewusst. Ganz plötzlich. Ich war immer dagegen, dass sie dieses Babysitting macht. Aber du hast sie ja sogar noch unterstützt. Wir bräuchten den Namen und die Adresse von diesen Leuten. Wir konnten sie doch nicht einsperren. Sie war ja schon fast erwachsen. Die war noch ein Kind. Können Sie uns sagen, wo Ihre Tochter Babysitting gemacht hat? Samow. Familie Samow. Holtenhofweg. Hat dieser Kerl Sie... War sie nackt? Sie müssen dieses Schwein fassen. Dafür soll er büßen. Könnten wir mal ihr Zimmer sehen? Sieht ja eher aus wie ein Kinderzimmer. Ja, ich sagte ja, sie war noch ein Kind. Hat sie hier manchmal Freunde mit hergebracht? Nein, nein, Rina blieb lieber für sich allein. Oh, das ist ja hübsch. Ist das ein Geschenk? Ja, sie liebt Puppen. Sie waren außergewöhnlich besorgt um ihre Tochter. Mir kommt es beinahe so vor, als wären sie es immer noch. Rina war eben nicht so selbstständig wie andere junge Leute heutzutage. Ja, das heißt nicht, dass sie Drogen genommen hat oder sowas, nie. Sie ging noch zur Schule? Ja, zum Gymnasium. Gaben Sie ihr viel Taschengeld? Wie kommen Sie denn darauf? Rena hatte alles, was sie brauchte. Dieses Babysitting war von Anfang an dagegen, dass sie zu fremden Leuten ging. Jetzt sehen wir ja, was wir davon haben. Gute Nacht, mein Liebling. Schlaf gut. Das ist ja entsetzlich. Und sie hatte sich schon so auf Griechenland gefreut, mein Gott. Griechenland? Nächste Woche sollte das losgehen. Das sind doch gar keine Ferien mehr, oder? Nein, sie wollte weg, fort, endgültig. Aber sie war doch noch gar nicht mündig, hm? Die aber Eltern, was sagen die? Nein, die Eltern wussten nichts davon. Ich hatte ihr versprochen, nichts zu sagen, zu niemand. Hoch und heilig muss ich ihr das versprechen. Sie wollte mit ihrer Schwester fort. Sie meinen, sie wollte aussteigen? Ja, die Schwester ist etwas älter als Irene. Sie arbeitet in einem Altenheim. Die beiden wollten zusammen weg. Sie hatten sich schon ein Häuschen gemietet. Auf Kreta. Ein neues Leben. Sie wissen ja, in dem Alter kann man noch so radikal sein in seinen Entscheidungen. Und jetzt... Frau Samow, könnte ich die Sachen sehen, die Ihr Mann gestern Abend getragen hat? Es ist eine reine Routinesache. Die er gestern anhatte? Die Deutschen sind einfach zu reinlich, stopfen alles gleich in die Waschmaschine. Was willst du machen? Kindergeburtstag. Schokoladentorte, Himbeereis, grüner Wackelpudding. Am schlimmsten sind aufgeplatzte Grillwürstchen. Man kann ja schon froh sein, dass sie die Turnschuhe nicht auch noch mit in die Maschine geschmissen hat. Das Zeug bringen wir gleich ins Labor. Was sagst du denn zu Griechenland? Komisch, hm? Warum wissen die Eltern nichts davon? Weil sie es nicht erlauben würden. Und ich täte es auch nicht. Hätte ich sie doch bloß bis vor ihre Haustür gebracht. Aber wir konnten auch ahnen, dass... Das wäre nicht passiert. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen, Herr Samow. Ich habe selber Kinder. Irene war... Wir hatten sie alle sehr gern. Diese verdammte Baustelle. Ich hätte sie begleiten müssen, aber es war spät und... Der Tag war anstrengend gewesen. Sie haben sich bei der Absperrung von ihr verabschiedet. Ja, wir sind ausgestiegen. Ich habe ja noch einen Moment hinterher geschaut.
Sie hat mir zugewunken und dann bin ich wieder eingestiegen. Und Irene ist den Radweg runtergegangen? Ja. Sie hatte viel Geld bei sich. 1000, oder? Die waren von mir, von uns, von meiner Frau und mir für die Reise. Das ist sehr großzügig. Wir wussten, dass Ihre Eltern Sie sehr kurz hielten. Sie sind dann direkt nach Hause gefahren. Wann waren Sie wieder zu Hause? Um 10 etwa. Ich habe mich auf die Uhr geschaut. Was für eine schreckliche Geschichte. Haben Sie irgendjemand in der Gegend gesehen, als Sie sich von Irene verabschiedeten? Ja, ein Radfahrer. Wie sah der aus? Ich weiß nicht, ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Es war ja dunkel. Er trug jedenfalls so einen grellgelben Radfahrerhelm. Und einen Parker, ja, einen Parker. Und das Fahrrad war eins von diesen Mountainbikes. Auch gelb. Und schwarz, glaube ich. Ja, gelb-schwarz. Jedenfalls sehr auffällig. Das hilft uns schon ein ganzes Stück weiter. Schönen Dank. Hallo. Hallo. Was ist das denn hier? Befehl ausgeführt, Chef. Das hier sind die schönsten Kakteen, die du in ganz Hamburg kriegen kannst. Das hier sind Succulentia. Das da ist ein Feigenkaktus. Der soll unheimlich schön blühen. Und das ist ein Riesenkaktus. Der wird bis zu... Das Respektierte war sie sehr... Freundlich, höflich, hilfsbereit. Hatte sie Freunde? Ach, ein Freund bestimmt nicht. Freundinnen vielleicht Martina. Kann ich mit der mal reden? Ja, ich weiß nicht, ob sie... Ah ja, da ist sie in der lila Bluse. Danke. Stöber ist mein Name. Ich komme von der Kriminalpolizei. Kann ich Sie mal einen Augenblick entführen? Wir untersuchen den Tod von Irene. Hoffentlich schnappen Sie das Schwein. Hoffentlich. Ich würde mir gerne ein Bild von Irene machen. Sie war wohl sehr schüchtern? Ja, nicht immer. Vor 2, vielleicht 3 Jahren hat sie sich plötzlich verändert. Sie ging nicht mehr zum Sport und wollte nicht mehr zum Reiten. Das war früher ihr Ein und Alles. Sie hat sich regelrecht verkrochen und sich irgendwie abgekapselt. Sie redete auch nicht mehr besonders viel. Könnte das was mit ihrem Elternhaus zu tun haben? Kann schon sein. Die sind ja so ein bisschen, ja, verkorkst. Die haben das nicht so gerne, wenn man zu ihnen nach Hause kommt. Hatte Irene Vertrauen zu ihrem Vater? Weiß ich nicht. Aber was hat das mit der Vergewaltigung zu tun? Weißt du, ich glaube, es wäre ganz in Irenes Sinn, wenn du mir alles sagen würdest, was du weißt. Naja, Wissen ist zu viel gesagt. Irene sprach oft über ihre Mutter und auch über ihre Schwester. Immer ziemlich offen, was die so für Probleme haben und so. Aber sie sprach nie über ihren Alten. Da ging plötzlich für sie die Klappe runter, als ob der für sie tabu wäre. Kannst du dir das erklären? Naja, also... Ich dachte, er hätte sie mal... Das war nur so ein Gefühl, aber irgendwie... Er hätte sie mal angegrapscht. Hat sie sowas erzählt? Kein Wort. Sie hätte sowas nie über die Lippen gebracht. Aber gerade weil sie dicht hielt und weil sie sich plötzlich so verändert hat. Aber wie gesagt, es ist nur so ein Gefühl. Ich danke dir für deine Offenheit, Martina. Das geht alles seinen Gang. Ich bleib dran. Wie versprochen. Mhm. Ja, die Fotos schicke ich hinzu. Und rechne alles aus. Ja. Ja, wir hören voneinander. Tschüss. Kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne zu Herrn van Reekom. Der bin ich. Oh,
Entschuldigen Sie, das tut mir leid. Das bin ich gewohnt. Geben Sie einen Schirm, ich spann ihn auf. Oder wollen Sie jetzt lieber wieder gehen? Nein, nein, natürlich nicht. Wieso? Bitte. Was kann ich für Sie tun? Ja, also es ist so, ich brauche Hilfe. Bei einer Suche. Ich suche einen jungen Mann. Das heißt, eigentlich muss erst mal ein Fahrrad gesucht werden. Verzeihung, wäre es nicht besser, Sie würden ganz von vorn anfangen und dann einfach chronologisch weiter, in aller Ruhe der Reihe nach erzählen. Haben Sie was dagegen, wenn ich meinen Rekorder mitlaufen lasse, als Notizbuch? Wenn es Sie stört, müssen Sie es... Nein, nein, ist schon in Ordnung. So, legen Sie los. Also, ja, am Montag hatte meine Tochter Geburtstag. 8 ist sie geworden. Wer war ihr Maskottchen oder so ähnlich? Ihr Maskottchen. Wissen Sie, wir haben immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ein schlechtes Gewissen. Ich musste für längere Zeit in die Klinik. Ein paar Mal. Und mein Mann, der hat ein Geschäft. Sie wissen, was das heißt. Nie zu Hause. Und da hat er die ganzen Geschenke angeschleppt. Alles hat er angeschleppt. Gab es denn niemanden, der mal nach ihr gesehen hat? Freundin, Freund, jemand aus der Nachbarschaft? Da wohnen diese oberflächlichen Disco-Mietzen. Guten Tag, Herr Dritten Tag. Damit konnte sie nichts anfangen. Das mochte sie gar nicht. Wir sind leider noch nicht weiter. Wir mussten einfach noch mal vorbeikommen. Es ist eine Zumutung für Sie, ich weiß. Also gar nichts. Es kann ein Wildfremder gewesen sein, es kann jemand gewesen sein, den sie kannte. Wir versuchen uns ein Bild zu machen. Wir leben hier sehr isoliert, Gott sei Dank. Die Lehrerin hat uns erzählt, dass ihre Tochter besonders Jungs gegenüber sehr gehemmt war. Haben Sie dafür eine Erklärung? Wie kommt die Lehrerin dazu, so etwas zu sagen? Das ist doch Geschwätz. Was versteht denn eine Lehrerin von so einem Kind? Ja, ganz ähnlich hat sich eine Freundin geäußert. Irena hatte keine Freundinnen auf der Schule. Doch, sie hatte eine. Eins der Mädchen kannte ihre Tochter ziemlich gut. Sie meint, Irena hätte sich vor ein paar Jahren verändert. Sie wäre scheu und verklemmt geworden. Das ist doch völliger Quatsch. Außerdem, was schnüffeln Sie in unseren Privatangelegenheiten rum? Fassen Sie lieber den Mörder. Oder vermuten Sie den in unserer Familie? Wir müssen uns für alles interessieren. Leider. Auch für Privatangelegenheiten. Wann war das, als Sie in der Klinik waren? Vor 2 oder 3 Jahren? 2 oder 3. Geht sie denn die Krankheit meiner Frau an? In dieser Zeit waren Sie mit Ihrer Tochter allein. Danach kam sie Ihren Freundinnen verändert vor. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Sie haben die Stirn... Sie wagen es, derart absurde Behauptungen aufzustellen? Was denn für Behauptungen? Bitte verlassen Sie sofort mein Haus! Legen Sie sich nicht so auf, ist ja schon gut. Komm. Warum wollte Ihre Tochter nach Griechenland auswandern? Wer hat Ihnen denn erzählt, dass sie auswandern wollte? Die wollte nicht auswandern. Davon wussten Sie nichts? Als Vater weiß man doch sowas. Das stimmt doch gar nicht. Wer hat Ihnen denn das erzählt? Na, wenn es nicht stimmt, dann ist ja alles in Ordnung. Auf Wiedersehen, Frau Filbert. Haben Sie das von Sandra? Mit der haben wir noch gar nicht gesprochen. Kannst du mal sehen, was hier für Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Unsere Tochter nach Griechenland auswandern, niemals. Das hätte ich doch zu verhindern gewusst. Ich verbiete Ihnen, einen derartigen Unsinn zu verbreiten. Und jetzt verlassen Sie bitte mein Haus. Wenn Sie was von mir wollen, dann laden Sie mich vor. Jetzt werden wir schuld werden am Tod unserer Tochter.
Griechenland ist keine schlechte Lösung, oder, Jakob? Du sagst es, Mama. Was ist denn hier los? Sie reißen die Straßen mal wieder auf. Ich gehe das letzte Stück zu Fuß. Warte. Dein Honorar. Mit dem schönen Gruß von Elena. Bisschen mehr als sonst. Für die Reise, hat sie gesagt. Danke. Ich dachte, du magst mich. Trotzdem bist du weg. Habe ich was falsch gemacht? Nein, es liegt nur an mir. Ich mag einfach nicht. Das ist noch lange kein Grund, nach Griechenland zu verschwinden. Ich muss nachdenken. Ohne das alles hier um mich rum. Sei nicht so streng mit dir. Und mit mir. Nee. Du musst Geduld haben. Bitte. Ich kann nicht. Ich habe Angst. Angst? Vor mir? Ja. Vor dir. Und mir. Aber warum denn? Ich kann einfach nicht spüren. Ich bin irgendwie tot. Innen drin. Hier. Für dich. Danke. Ich glaube, ich werde nie einen Mann lieben können. Nie mehr. In Ordnung. Oh mein Gott, nicht so schlimm. Komm. Gut. Sehr gut. Ist gut. Komm, komm. Komm, gleich auf Fleisch zu kommen. Ist sie endlich da? Ja. Komischer Kindergeburtstag. Vielleicht gucken sie sich ja noch was im Fernsehen an. Ich geh duschen. Ruf du die Leute an. Ich glaube, er kommt gerade. Jakob? Ja? Frau Frevert. Angst. Serbiens Wirtschaft. Sagen wir auf, guten Abend, Frau Frevert. Ich mache mir große Sorgen um Irene. Sie ist noch immer nicht nach Hause gekommen. Was?
Die Wirtschaft Jugoslawiens funktioniert. Ja, ich habe sie abgesetzt. Allerdings nicht direkt vor dem Haus. Da war eine Baustelle. Da konnte ich mit dem Wagen nicht durch. Das letzte Stück ist sie zu Fuß. Ist allein die Androhung wirtschaftlicher Maßnahmen schon erkannt. Das beunruhigt mich aber sehr. Ein Beitrag von Eberhard. Ja. Ja, selbstverständlich. Gute Nacht. Das Mädchen ist nicht nach Hause gekommen? Schlafen die Kinder schon? Ich hoffe. Ich schau mal nach ihnen. Kann ich bitte meine Tochter Sandra sprechen? Sandra? Ich bin's. Hör mal, wir sind besorgt wegen Irene. Sie ist nicht zu Hause. Ich war den ganzen Abend hier. Vielleicht weiß sie nicht, dass ich Nachtdienst habe und ist zu mir gefahren, ohne vorher anzurufen. Einfach so spontan. Das kann natürlich sein. Dann müsste sie ja bald da sein. Ich melde mich, sobald sie hier ist, ja. Tschüss. Die kriegt was zu hören. Ich verstehe das einfach nicht. Sowas macht sie doch sonst nicht. Wir warten. Sagen wir noch eine Stunde. Und dann? Was dann? Wir hatten da vorgestern gespielt. Hat er wieder verloren? Nee, 1-1. Gott, der Glück gehabt. Kleine sein, 16, 17? Kratzspuren, zerrissene Kleider. Sieht ganz nach Vergewaltigung aus. Was sagen Sie, Doktor? Sie ist seit ungefähr 8 Stunden tot. Todesursache vermutlich Ersticken durch Bruch des Epistrophäus. Auf Deutsch? Genickbruch. Bei dem Boden hier?
ich Sie vielleicht irgendwo hinbringen, hä? Oder sagen Sie, wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Na, nun mal nicht ganz so stolz, hä? Ich hab ja schließlich keinen Buckel, oder? Hören Sie, ich kenne hier ganz in der Nähe ein hübsches Café. Hallo! Na, ich bin doch so ganz allein, verstehen Sie? Also, weißt du, deine Beine, die sind wirklich hübsch, du. Hör mal, meine Hose wird langsam ganz eng, weißt du? Ach, blöde Fotze! Was ist denn da drin? Gebrauchte Fango-Packungen oder was? Abschiedsgeschenke. Das müssen ja Liebschaften gewesen sein. Alles auf Krankenschein. Du, ich sage dir, so eine Kur ist eine feine Sache. 3 Wochen wirst du gequält, geschunden, misshandelt. Am Ende fühlst du dich kerngesund und möchtest am liebsten Bäume ausreißen. Sieht man dir gar nicht an. Was denn? Na, all die Misshandlungen. Soll ich dir ein bisschen tragen helfen? Nee, ist gut. Okay, war nur eine Frage. Wie alt ist dieses Mädchen? 16, wieso? Ist sie denn nicht ein bisschen zu jung für ein Kindermädchen? Sie ist kein Kindermädchen, sie ist eine Babysitterin. Er schläft. Ich bringe ihn ins Bett. Ist gut, Irene. Wenn ich dir als deine dich liebende Mutter mal was sagen darf. Du machst dich zum Gespött, wenn du das Mädchen so anstarrst. Von Elenas Gefühl mal ganz abgesehen. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Papalapap. Versuch nicht, mich hinters Licht zu führen. Elena merkt vielleicht nichts. Aber ich kenne dich schon ein paar Jährchen länger. Du warst ja schon immer ein bisschen sehr direkt. Ja, du kennst mich, mein Sohn. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. In diesem Fall gehst du wirklich ein bisschen zu weit. Wenn du nur nicht zu weit gehst. Wann essen wir die Würstchen? Ich leg sie doch gerade erst auf. Das dauert noch eine ganze Weile. Dann möchte ich noch ein bisschen blinde Kuh spielen. Party, du willst blinde Kuh. Muss das sein? Alle müssen mitspielen. Oh, mir du Arme. Aber ich lieb blinde Kuh spielen. Rena? Auf einem Geburtstag. Auf was für einem Geburtstag? Bei Samovs. Warum weiß ich das nicht? Nur ein Kindergeburtstag. Wieso sagt mir das niemand? Du bist fast erwachsen und du tust immer noch. Wie tue ich? Wie? Irene. Das ist Irene. So, das war's. Ich danke dir nochmal. Keine Ursache, gern geschehen. Noch ein Bierchen? Schönes kaltes Bier? Okay. Nee. Sag mal, was ist denn hier los? Ach du Schande. Nee. Also, sag mal. Tut mir leid, du, das ist ja zu blöd, wirklich. Sag mal, Paul, hast du denn überhaupt nie gegossen? Ich hab's einfach. Das ist, sind ja vollkommen hin. Das ist vollkommen hin, du. Die sind vollkommen kaputt. Das kriegt man nicht mehr. Ich wollte mir noch so einen kleinen Erinnerungszettel machen und mir an die Wand pinnen. Aber das habe ich auch vergessen. Also, ich bin im Moment nicht gut drauf. Weißt du, was die einzige Strafe ist? Das Bier, das du mir angeboten hast, lehne ich einfach ab. Was? Ich lehne das Bier ab. Ja,
Also Strafe muss sein. Ja, ja, jetzt soll ich weißt du, wie das alles kommt? Ja. Du brauchst mich nicht zu bemitleiden. Das kommt dadurch, dass mir alles bis hier steht. Glaub mir, es steht mir alles bis hier. Sieht aus wie im Krieg, als ob jemand mit einem Entlaubungsmittel durchgegangen ist. Du hast vollkommen recht, Bruder. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ist aber auch ein bisschen viel von dem Zeug. Hm? Ein tüchtiges Mädchen, wie Irene. Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden mit ihr. Kommt so toll mit Timmy zurecht. Ich bin richtig traurig, dass sie weggeht. Irene geht weg? Ja, nach Griechenland. Hast du dir das nicht erzählt? In Urlaub? Nein, ich glaube für immer. Nach Griechenland für immer? Irene? Willst du nicht deine Mutter anrufen, dass du noch mit uns zu Abend isst? Nein. Ach doch. Jakob. 2 Meter hoch. Allerdings nur in der Hochebene von Mexiko. Wusstest du übrigens, dass es über 2000 Arten von Kakteenpflanzen gibt? Nee. Doch. Man unterscheidet 3 Gruppen. Stangenkakteen, Kugelkakteen, Gliederkakteen. Du also nimmst ganz schnell die Dinger von meinem Tisch, sonst setze ich dich da mit dem Arsch drauf. Moment mal, du hast ausdrücklich gesagt... Ich hab gesagt, du sollst mir eine Handvoll Kakteen kaufen, aber nicht Mexiko. Du hast gesagt, jede Menge. Was ist denn das hier? Das alles für dich. Mit einem schönen Gruß von Stöver. Ich wusste gar nicht, dass du Geburtstag hast, aber trotzdem auch von mir alles Gute. Na, nimm's doch. Erstens habe ich nicht Geburtstag und zweitens kann ich Kakteen nicht leiden. Du kannst Kakteen nicht leiden? Ich mochte Kakteen noch nie. Was ist das hier? Das ist ein Bericht vom Labor. Laut Analyse war an den Schuhen von Samov die gleiche Erde wie die am Tatort. Klingt doch interessant, ne? Klar, das würde bedeuten, dass er uns belogen hat. Er hat doch behauptet, an der Absperrung hätte er sich von der Kleinen verabschiedet. Aber da gab es doch keine Erde, nur Asphalt. Hier ist der Obduktionsbericht. Das Mädchen ist nicht vergewaltigt worden. Ah. Ist ja wenigstens das erspart geblieben. Ändert das was für uns? Für mich kommt's aufs Gleiche raus. Für mich auch. Gut. Brockmüller und ich nehmen uns den Bekanntenkreis von dem toten Mädchen vor und du machst die Routinearbeit. Klapperst sämtliche Häuser ab, fragst nach einem Radfahrer, der auf so einem teuren, gelb-schwarzen Mountainbike rumgefahren ist. Gib dir Mühe. Als Zeuge ist er schon mal sehr wichtig. Vielleicht ist er aber auch der Täter. Ei, ei, Sir. Hier ist noch die Rechnung von den Kakteen. Moment. Augenblick. 560 Mark? Bist du wahnsinnig? Kam mir auch ein bisschen teuer vor. Kennst du mein Gehalt? Das ist ein Goldkugelkaktus. Der kostet allein 27,50 Mark. Mann. Warum haben Sie uns denn das nicht gleich erzählt? Warum erst jetzt? Ich habe wirklich geglaubt, dass es nicht so wichtig wäre. Außerdem, ich war wie vor den Kopf geschlagen. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich Irene nicht bis vor die Haustür gebracht habe. Wir hatten Sie doch so eindringlich gebeten, uns jedes Detail zu erzählen. Und nichts auszulassen. Jedes Detail. Wie ist der Unfall passiert? Der Radfahrer hat sie angerempelt und ist weitergefahren. Irene ist die Böschung runtergestürzt. Ich bin hingelaufen, habe sie aufgehoben. Sie lag da auf dem Boden. Da ist die gleiche Erde. Die Erde ist überall die gleiche in der Gegend. Die muss von der Stelle stammen, wo ich Irene geholfen habe, aufzustehen. Hat Ihr Mann Ihnen diese Geschichte erzählt, als er abends nach Hause kam? Nein. Wir waren erschöpft und müde vom Aufräumen und Putzen. Es war doch auch schon spät. Wir wollten ins Bett. Wann ist denn Ihr Mann nach Hause gekommen? Das habe ich doch schon gesagt, ungefähr um 10. Können Sie das bestätigen? Ja, ja, so ungefähr um 10. Und dann? Was ist dann passiert? Haben Sie das Mädchen getröstet? Ja. Und wie? Wie? Ja, wie? Ich habe den Arm um sie gelegt und habe ihr gut zugeredet. Hätten Sie das nicht getan? Doch, das hätte ich auch getan. Ein bisschen spät kommt Ihre Geschichte schon. Wie meinen Sie das? Wie ich es sagte. Sie verdächtigen noch nicht meinen Mann. Wir lassen diesen Radfahrer bereits suchen. Falls er existiert. Sie glauben mir nicht, was? Sagen Sie, die Irene hat doch bei Ihnen als Babysitter gearbeitet. Gelegentlich. Und da schenken Sie einfach so
1000 Mark? Ich glaube nicht, dass wir in Rechenschaft darüber schuldig sind, wie wir unser Geld ausgeben. Es war meine Idee, Irene das Geld zu schenken. Der Junge ist koscher. Sowas vergisst man doch nicht. Schon gar nicht, wenn man danach gefragt wird. Nach Details. Weißt du, das ist nicht so einfach. Das hat er verdrängt, weil das, wie soll ich sagen, weil das was mit Gewalt zu tun hatte. Der Radfahrer, verstehst du? Und alles, was mit Gewalt und mit dem Mädchen zu tun hatte, das, damit wollte er nichts zu tun haben. Das hat er einfach beiseite geschoben. Aus Angst, damit reingezogen zu werden irgendwie. Das ist ja eine abenteuerliche Psychologie. Du willst dich damit nicht befassen. Bloß weil der einen Swimmingpool hat. Das ist doch Quatsch. Komm, wo soll denn da ein Motiv sein? Er hat von seiner Frau gehört, dass ich mir seine Schuhe angeguckt habe. Und da hat er sich ganz schnell eine hübsche Geschichte ausgedacht. Und die ist ja auch hübsch und wasserdicht. Er war zur Tatzeit nicht zu Hause, das ist ein Fakt. Warum? Warum soll der so mir nichts, dir nicht seine Babysitterin überfallen? Die schlafen in getrennten Betten, er und seine Frau. Das ist ja erst eine abenteuerliche Psychologie. Ich schicke jedenfalls morgen noch mal die Spurensicherung vorbei. Vielleicht finden sie was. Die finden noch nie was. Jakob? Hier bin ich. Sie glauben dir nicht. Nein, sie glauben mir nicht. Sie glauben dir kein Wort. Warum nicht? Wenn sie ihn haben, den Rowdy, werden sie schon sehen, wer hier spinnt. Ben. Wenn sie ihn haben wollen. Wie meinst du das? Die werden sich kein Bein ausreißen, den zu finden. Damit sie dann wie blöd dastehen mit ihren Verdächtigungen. Das wäre unglaublich. Wir müssen ihn suchen. Schließlich ist er unser Zeuge. Und wir müssen ihn finden, bevor sie wiederkommen und sagen, ihren Zeugen, den gibt's gar nicht. Soll ich überall rumlaufen und rumfragen, oder wie stellt sich das vor? Wozu gibt's Detektiven? Wir sind ja nicht im Kino, Elena. Wir sind in einem Horrorfilm. Ich kenne keine Detektive. Dazu gibt's das Branchentelefonbuch. Ich will nicht, dass sie diesen Schmutz hier reintragen. Das sind doch alles Sadisten. Auch wenn sie hinterher immer kommen und sich entschuldigen. Kann ja mal nachschauen. Schlafen kann ich ohnehin nicht. Weiß ich. Nein. Jakob? Ja, was ist? Jetzt ist doch alles gesagt, was gesagt werden musste. Ja? Ja, natürlich ist es das. Warum hast du der Polizei eine falsche Uhrzeit genannt? Das war doch 10:30, als du gekommen bist. Ich habe halt nicht auf die Uhr gesehen. Warum hast du Irene so viel Geld geschenkt? Du hast doch gesagt, wir sollen ihr was geben für die Reise. Ja, ja, in dem Umschlag von mir waren ja schon 200 Mark. Ich habe halt noch was draufgelegt. In Hamburger Schulen wird viel Wert auf aktive Beteiligung am Unterricht gelegt. Auf mündliche Mitarbeit, wenn Sie verstehen. Irene war sehr passiv, aber sie hätte das Abitur ohne weiteres geschafft. Sie war in sich gekehrt, habe ich von verschiedenen Seiten gehört. Ja, sie war außerordentlich schweigsam, nicht unbedingt schüchtern. Sie hatte so eine Art Abwehrpanzer um sich rum. Man spürte, sie wollte nicht, dass ihr irgendjemand zu nahe trat. Aber wenn man